Vorsitzende der Linken, Dr. Gregor Gysi. Herr Präsident, meine Damen und Herren, also ich finde ja diese Debatte schön, aber wir sollten das zur ständigen Einrichtung machen. Immer etwa 3 Wochen vor der Bundestagswahl machen wir eine richtige Wahlkampfdebatte. Und wenn wir das so nennen, dann muss man sich auch nicht davor drücken, Wahlkampfreden zu halten. Ich habe Ihnen allen zugehört und habe festgestellt, dass die Kanzlerin und Herr Brüderle mit sich selbst sehr zufrieden sind. Ob das ausreicht, ist allerdings eine andere Frage. Und bei Ihnen, Herr Steinbrück, habe ich festgestellt, dass Sie eine Umverteilung der Argumente organisieren, von den Linken zur SPD. Sehr spät, ehrlich gesagt, aber immerhin, zum Teil zumindest. Aber Herr Brüderle, Sie haben etwas sehr Bemerkenswertes gesagt. Sie haben gesagt, ja, passen Sie auf, Sie haben gesagt, seit 4 Jahren müssen Sie den Mist aufräumen, der bis dahin entstanden war. Dann sagen Sie natürlich der Kanzlerin, die ist ja schon seit 8 Jahren Kanzlerin, dass sie 4 Jahre lang nur Mist gemacht hat. Ich will es nur sagen, das müssen Sie dann miteinander klären. Kommen wir aber zum Ernst der Angelegenheit. Wir hatten einen höchstwahrscheinlich zumindest einen Giftgasanschlag in Syrien mit über 1.400 Toten. Das kann man gar nicht scharf genug verurteilen. Und das Völkerrecht sieht dafür auch etwas vor, dass nämlich ganz exakt die Verantwortlichen zu ermitteln sind. Und die sind dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu übergeben. Und das wird auch eines Tages passieren. Aber das Völkerrecht sieht eins nicht vor, dass die Antwort Krieg sein soll. Das steht nirgendwo. Und ich sage Ihnen, ich finde die USA auch nicht besonders glaubwürdig. Wir hatten nämlich schon mal einen Giftgasanschlag im Irak durch Hussein. Da sind über 5000 Kurdinnen und Kurden ermordet worden. Und damals hat die USA mit der Androhung des Vetorechts eine scharfe Resolution des Sicherheitsrates verhindert. Und danach kam nur so ein Appell, das künftig zu lassen, was nicht besonders viel wert war. Und wenn man jetzt einen Kriegsschlag gegen Syrien durchführt, kann doch die Situation völlig unbeherrschbar werden. Wer weiß dann, was dann Assad macht? Der kann den Konflikt noch tragen in den Libanon und noch nach Jordanien. Wer weiß, was der Iran macht? Wer weiß, was die Türkei macht, die ja unbedingt so schnell wie möglich einmarschieren will in Syrien? Wer weiß, was Russland macht? Wer weiß, was Israel macht? Die USA erzählen, sie machen da was von 24 oder 48 Stunden. In Wirklichkeit kann da ein Feld Brand entstehen, der völlig unbeherrschbar ist. Und da bin ich froh, ich muss das sagen, da bin ich froh, einer Partei anzugehören, die von Anfang an klar Nein gesagt hat, während Sie alle rumgeeiert haben und auch Sie, Herr Steinbrück, erst unsere Argumente übernommen haben nach der Sitzung des britischen Unterhauses. Das heißt, Sie haben taktisch reagiert und nicht aus Überzeugung. Und das nervt mich. Natürlich brauchen wir eine Verständigung zwischen Russland und den USA. Und die erste Verständigung müsste mal lauten, keine Waffen mehr zu liefern an Syrien. Wären keine Waffen verkauft worden an Syrien, weder an die eine noch an die andere Seite, wäre der Krieg längst beendet. Und außerdem brauchen wir dann natürlich auch eine Friedenskonferenz. Und warum werden so viele Waffen verkauft? Weil so viel daran verdient wird. Auch das müssen wir ändern. Sie wissen ja auch, wie groß die Waffenexporte aus Deutschland sind. Und ich sage Ihnen, dass es wirklich höchste Zeit wird, dass wir ganz anders herangehen. Mittels Kriegen werden wir die Probleme der Menschheit niemals lösen. Und deshalb bin ich froh, dass es eine Partei gibt, die sich immer dagegen stellt. Aber es gibt noch etwas, was Sie ein bisschen vergessen haben. Wir haben Patriot-Raketen und Soldaten in der Türkei an der Grenze zu Syrien. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, die Türkei greift jetzt militärisch Syrien an. Dann darf Syrien sich ja militärisch wehren. Dann müssten unsere Soldaten doch höchstwahrscheinlich die Raketen losschicken. Ich bitte Sie, dann helfen wir nicht einem Angegriffenen, sondern einem Angreifer, einem Aggressor. Aber das ist nur das eine. Das zweite ist, Deutschland wird dann Kriegspartei im Nahen Osten. Ich bitte Sie, das ist das Letzte, was sich Deutschland historisch, moralisch und politisch leisten kann. Deshalb müssen die Soldaten und Raketen unverzüglich abgezogen werden. Und weil wir noch nicht genau wissen, was passiert, am 9. September tagt der amerikanische Kongress. Ich sage Ihnen, wir werden danach hier eine Sondersitzung machen müssen, um zu entscheiden, wollen Sie wirklich, dass Deutschland Kriegspartei im Nahen Osten wird oder nicht. Dazu müssen Sie sich dann hier bekennen. Deshalb werden wir das beantragen und ich hoffe sogar auf die Zustimmung der anderen Fraktionsvorsitzenden. Es gibt natürlich noch andere Gründe, uns zu wählen. Es gibt ja in diesem Bundestag, wie ich immer sage, eine Konsenssoße zwischen FDP, Union, Grünen und SPD. Es sind 6 Gebiete, wo Sie sich einig sind,
wo nur wir widersprechen. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Ja, die Linke ist ein ungeheurer demokratischer Gewinn für den Bundestag. Und ich werde Ihnen das begründen. Noch kein einziger Kriegseinsatz der Bundeswehr ist gegen eine ihrer Fraktionen entschieden worden. Immer haben alle vier Fraktionen zugestimmt. Nur die Linke hat immer konsequent dagegen gestimmt. Und das war in Übereinstimmung mit der Mehrheit der Bevölkerung. Die Waffenexporte haben alle Regierungen genehmigt. Kohl, Schröder, Merkel. Ihre vier Fraktionen stehen für die Erlaubnis von Waffenexporten. Wir stellen uns dagegen. Und wir meinen, wir müssen nicht der drittgrößte Waffenexporteur der Welt sein. Nach 1945 hätten wir auch sagen können, wir wollen nie wieder an Kriegen verdienen. Und wer Waffen verkauft, muss wissen, jede Waffe findet ihren Krieg. Die völlig falschen Wege zur Überwindung der Eurokrise sind Sie immer zu viert gegangen. Union, FDP, SPD und Grüne. Alle sogenannten Rettungsschirme haben Sie immer gemeinsam beschlossen. Und dann sagt doch Herr Steinbrück in dem Duell mit Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, auf die Frage einer Journalistin, warum er alles kritisiert, was in Griechenland, in Spanien und Portugal passiert, warum er denn dann immer zugestimmt hat, sagt er, das sei Ausdruck der Europaverantwortlichkeit der SPD. Ich finde das eine Frechheit, das muss ich Ihnen sagen. Was ist denn daran Europa verantwortlich, wenn man den Süden Europas ruiniert? Was ist denn daran Europa verantwortlich, wenn man dafür sorgt, dass der Süden die Darlehen nie zurückzahlen kann und zustimmt, dass die Deutschen für 27% all dieser Darlehen haften? Und wenn ich die Bundesregierung frage, wovon sie das bezahlen wollen, wenn es denn fällig wird, dann sagen die mir, es wird schon nicht so kommen. Das ist alles. Das hat aber mit perspektivischer Politik gar nichts zu tun. Und um das ganz klar bei Griechenland zu beweisen, infolge der Auflagen, gerade auch von der deutschen Regierung, sind die Schulden von 120% auf 175% gestiegen. Die Arbeitslosigkeit, die Jugendarbeitslosigkeit liegt jetzt bei 64%. Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit um 193% gestiegen und die Wirtschaft geht um 24% zurück und die Steuern auch. Wovon sollen die denn was zurückbezahlen? Und deshalb sage ich Ihnen, Herr Schäuble, mit neuen Krediten wird das auch nichts werden, was Sie da ankündigen. Das erhöht ja die Verschuldung. Deshalb wird es einen Schuldenschnitt geben, ganz egal, wie wir dazu stehen. Und das kostet dann richtig unser Geld. Und ich finde, das müssten Sie den Leuten ehrlich vor der Wahl sagen, was Sie aber nicht machen. Übrigens ist das nicht nur sozialgrob ungerecht. Die Kaufkraft sinkt, unsere Exporte gehen zurück. Also wir schneiden uns auch noch ins eigene Fleisch. Aber all dem haben immer alle vier Fraktionen zugestimmt. Und weder die Grünen noch die SPD können sagen, wir haben ja nicht gewusst, dass das dabei herauskommt. Sie haben es ganz genau gewusst und trotzdem mit Ja gestimmt. Was brauchen wir wirklich? Wir brauchen eine Finanzmarktregulierung. Wir brauchen eine Verkleinerung der Banken und sollten sie organisieren wie Sparkassen. Und ich bin es auch leid, dass jede Bank gerettet wird. Die können sich verspekulieren, so viel sie wollen. Die Aktienbesitzer haben ja nichts zu fürchten. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler übernehmen das ja. Kein Mensch hilft einem Bäckermeister, der insolvent steht. Aber immer bei den Banken wird alles bezahlt. Ich will auch die Rettung der Guthaben der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen. Aber ich will nicht die Aktienbesitzer retten und nicht die Anteilseigner retten. Das muss endlich aufhören. Auch eine Bank hat pleite zu gehen, wenn sie denn pleite ist. Und wir wollen natürlich Steuergerechtigkeit. Darüber regt sich Herr Brüderle immer so auf. Aber jetzt sage ich Ihnen mal eins, zu unserer Steuergerechtigkeit gehören auch Entlastungen. Entlastungen, die Sie sich gar nicht trauen. Sie wollen die berühmte kalte Progression, Sie übersetzen das ja nicht, abschaffen. Das ist ja nicht falsch, aber es reicht gar nicht. Wir müssen den Mittelstandsbauch beseitigen. Die Mitte der Gesellschaft zahlt hier alles. Der finanziell untere Teil kann es nicht und an den oberen trauen Sie sich ja nicht ran und Sie wollen auch nicht an ihn heran. Und deshalb muss die Lehrerin und der Polizist und die Facharbeiterin und der Meister und die kleinen Selbstständigen, die bezahlen die Bundesrepublik Deutschland. Schaffen Sie doch mal mit uns zusammen den Mittelstandsbauch ab bei der Steuer. Dann ginge denen das viel besser. Allerdings müssen wir das an eine Bedingung knüpfen, nämlich an die Bedingung, den Spitzensteuersatz zu erhöhen, weil die Einnahmen aus der Lohn- und Einkommenssteuer nicht sinken dürfen. Davon leben die Kommunen und die sind doch heute schon pleite. Die können nicht noch pleiter gemacht werden. Deshalb sage ich Ihnen, beide Schritte, Freibetrag erhöhen,
auf 9.300 Euro, Mittelstandsbauch beseitigen und den Spitzensteuersatz erhöhen. Und dann wird die Gesellschaft auch gerechter. Und dann müssen wir über diese Dinge nicht mehr diskutieren. Und übrigens an Bundesinnenminister Friedrich, der leider nicht mehr da ist, habe ich auch eine Frage. Der hat ja sein Vetorecht eingelegt und hat gesagt, die armen Bulgaren und die armen Rumänen dürfen ja nicht entscheiden, wo sie arm leben. Deshalb dürfen die nicht reisen nach Deutschland. Das ist seine Logik, nicht meine Logik. Aber wenn es seine Logik ist, dann frage ich Sie mal, warum gilt das nur für die Armen? Warum gilt das nicht für die Reichen? Warum gilt das nicht für die Konzerne? Warum dürfen die sich immer aussuchen, wo sie am wenigsten Steuern bezahlen? Nein, wenn diese Logik für die Armen gilt, dann muss sie endlich auch für die Reichen und für die Konzerne gelten. Denn ich sage Ihnen auch was bei den Konzernen. Da sagen Sie immer, die nutzen alle Steuerschlupflöcher. Der Gesetzgeber schafft die Steuerschlupflöcher. Dann lassen Sie uns die doch schließen. Ich möchte, dass die Konzerne übrigens dort Steuern bezahlen, wo die Wertschöpfung stattfindet, wo die Produktion stattfindet und nicht, wo sie fiktiv irgendeinen halben Präsidenten hinsetzen mit einem Viertelbüro und dann bezahlen sie dort in Liechtenstein oder weiß ich wo die Steuern. Schluss damit, wo das hergestellt wird, wo die Dienstleistung erbracht wird, da müssen auch die Steuern bezahlt werden. Dafür müssen wir sorgen in Deutschland. Und natürlich neben der Steuergerechtigkeit, die wir auch in Griechenland dringend benötigen würden, müssen wir endlich die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft binden. Dann wäre nämlich das Problem gelöst. Dann können ja die Reichen hinziehen, wo sie wollen. Sie bleiben aber, wenn sie Deutsche sind, in Deutschland steuerpflichtig und wenn sie Griechen sind, in Griechenland steuerpflichtig. Warum setzen Sie das nicht durch? Das wäre doch ein ganz wichtiger Schritt. Gilt übrigens in den USA, wirklich, Herr Brüderle, beim besten Willen kein sozialistisches Land. Sie können diese Regelung also aufnehmen. Und damit könnten wir eben die eine oder andere Katastrophe verhindern. Und dann brauchen wir für Griechenland Aufbaukredite. Und wenn wir dort den Tourismus, wenn wir die Solarenergie, wenn wir die Schiffsindustrie aufbauten, dann hätten Sie auch Einnahmen. Und wenn Sie Einnahmen haben, können Sie auch alles zurückzahlen. Sie organisieren, dass Sie gar nicht zahlungsfähig sind und dass damit letztlich die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das zu 27% zu bezahlen haben. Dann geht es viertens, ein viertes gemeinsames Thema aller vier Fraktionen ist die Senkung des Rentenniveaus, die Teilprivatisierung mit der Riester-Rente und die Rentenkürzung mit um 2 Jahre ab 67. Sie bringen das sowieso durcheinander. Wissen Sie, man kann ja mit 90 noch im Bundestag rumdödeln, ohne dass es einer merkt. Aber ein Dach können Sie nicht decken. Das ist der Unterschied. Also Sie stellen hier Anforderungen. Das hat mit den Realitäten im Leben nichts zu tun. Außerdem leben wir doch in einer altersrassistischen Gesellschaft. Bewerben Sie sich doch mal irgendwo mit über 50. Da haben Sie gar keine Chance. Und Sie sagen, die Leute müssen immer später die Rente bekommen. Das ist der falsche Weg. Die Produktivität steigt. Wenn wir mal endlich wirkliche Reformschritte gehen, alle mit Erwerbseinkommen in der nächsten Generation einzahlen müssten, ohne Beitragsbemessungsgrenze und bei Abflachung des Rentenanstiegs für die Bestverdienenden, wäre alles bezahlbar. Selbstverständlich auch eine Rente ab 65 Jahre und ohne Senkung des Rentenniveaus bei enger Ankopplung an die Lohnentwicklung. Das wäre möglich. Aber verstehen Sie, dass Sie das nicht wollen, die FDP, verstehe ich ja noch. Aber warum die SPD das nicht will, sondern auch nur den Weg der Rentenkürzung geht, ist mir völlig unverständlich. Und es ist doch gut, dass es die Linke gibt, die dagegen argumentiert. Sonst wären die Rentnerinnen und Rentner diesbezüglich hier gar nicht vertreten. Das wäre vielleicht ein trauriger Zustand. Und dann die prekäre Beschäftigung. 25% der Beschäftigten sind prekär beschäftigt. In erzwungener Teilzeit, in Minijobs, in Leiharbeit. Aufstocker. Aufstocker. Da haben Sie mal gesagt, Frau Bundeskanzlerin, Sie sind stolz darauf, dass der Staat denen zusätzlich was zahlt. Wir subventionieren die Löhne mit 9 Milliarden Euro jährlich. Und ich sage Ihnen, ich finde das einen einzigartigen Skandal. Wer in Deutschland einen Vollzeitjob hat, muss Anspruch auf einen Lohn haben, mit dem er in Würde leben kann und nicht noch zum Jobcenter geschickt werden. Das ist ja völlig abstrus. Und Leiharbeit muss verboten werden, weil da eine Entsolidarisierung organisiert wird. Die verdienen die Hälfte bis 2/3. Und dann sagt man der Stammbelegschaft, ja, wenn ihr nicht auf Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld verzichtet, dann werden wir noch mehr Leiharbeit machen. Auch diese Entsolidarisierung muss endlich aufhören. Und deshalb sage ich Ihnen, ja, wir haben den größten Niedriglohnsektor in Europa. Ein Herr Kauder, der ist größer als in Griechenland und in Zypern. Sie sollten sich dafür schämen. Wir haben 9 Millionen Menschen, die zu wenig verdienen, trotz Arbeitsverhältnis. Und dann haben wir noch mal 7,5 Millionen Menschen in Minijobs. Und Sie sagen, es geht allen gut. Reden Sie doch mal mit diesen Leuten, die 4 Euro die Stunde verdienen oder die einen Minijob haben. Denen geht es nicht gut. Ganz im Gegenteil.
Und dann haben wir noch den Missbrauch der Werkverträge. Und dann haben wir die vielen, vielen befristeten Verträge. Von den Beschäftigten bis zum Alter von 35 Jahren haben 52%, mehr als die Hälfte, befristete Verträge. Sagen Sie mal, und dann beschwert sich die Union immer und holt mir immer die Backen voll, dass die Deutschen aussterben, weil jedes Jahr mehr Deutsche sterben, als geboren werden. Ja, wie soll man denn verantwortungsbewusst Kinder in die Welt setzen, wenn man gerade mal einen Vertrag für ein halbes Jahr hat? Das ist doch abstrus. Und dann außerdem haben wir noch 16 verschiedene Schulsysteme, weil wir 16 Bundesländer haben. Na, das gehört auch ins 19. und nicht ins 21. Jahrhundert. Also Sie müssen die Bedingungen verändern, dann wird es auch wieder mehr Kinder geben. Und das Sechste ist, aber Sie sind sich alle einig, es tut mir leid, Herr Steinbrück, Sie wollen die kleine Korrektur, die Grünen wollen eine kleine Korrektur, Sie wollen nichts korrigieren bei der prekären Beschäftigung. Die Einzigen, die prekäre Beschäftigung überwinden wollen, ist die Linke. Es tut mir leid, auch da sind wir einzig. Und dann komme ich zu Hartz IV. Alle vier Fraktionen finden Hartz IV richtig und sagen, vom Grundsatz her muss man das aufrechterhalten. Da mal eine kleine Korrektur, da mal eine kleine Korrektur. Nein, das Ganze ist demütigend und verletzend organisiert. Und wenn es um das Existenzminimum geht, darf man das nicht noch mit Sanktionen unterschreiten. Das verletzt auch den Artikel 1 des Grundgesetzes. Und deshalb wollen wir eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Und es wird höchste Zeit, dass wir die einführen in Deutschland. Und das ist ja auch eine interessante Zahl. Die durchschnittliche Verweildauer in der früheren Arbeitslosenhilfe 2004 lag bei knapp einem Jahr. Die durchschnittliche Verweildauer bei Hartz IV liegt bei 2,5 Jahren. Es hat sich mehr als verdoppelt. Das ist die Realität. Also ich sage noch einmal, ohne die Linke wären diese Themen im Bundestag nie so kontrovers diskutiert worden. Die Linke ist, ich sage es noch einmal, ein Gewinn für die Demokratie, weil wir in diesen Fragen die Mehrheit der Bevölkerung vertreten. Ohne uns wäre die hier nicht einmal durch ein Argument vertreten. Dass wir nur eine Minderheit sind, weiß ich. Aber insofern bereichern wir dieses Land. Und ich finde, dass man uns schon deshalb, weil Sie ja immer gesagt haben, wen man wählen muss, muss ich jetzt das auch mal sagen, die Linke wählen muss. Aber es geht weiter. Jetzt komme ich mal zur Regierung. Also, ich habe es schon gesagt, von der Chancengleichheit in der Bildung sind wir meilenweit entfernt. Ihr Betreuungsgeld ist eine solche Fehlkonstruktion. Wirklich, da muss man gar nicht darüber diskutieren. Die Norweger haben es eingeführt und wieder abgeschafft. Wissen Sie, arme Familien, Herr Brüderle, haben keine Wahlfreiheit. Die sind so dringend auf das Geld angewiesen, dass sie das dann auch annehmen. Und damit organisieren sie, dass ihre Kinder nicht in Kindertagesstätten gehen. Und damit fehlt ihnen die soziale Bildung. Und dann haben sie schlechtere Voraussetzungen für die Schule. Was soll denn dieser Wahnsinn? Lassen Sie uns doch endlich Chancengleichheit für Kinder, gerade in der Bildung, herstellen. Es wird höchste Zeit. Es wird höchste Zeit. Die Strompreise steigen. Sie haben nichts dagegen getan. Die Mieten steigen. Sie quatschen nur rum. Sie machen nichts dagegen in der Regierung. Das geht doch nicht. Erklären Sie mir doch mal, wenn Frau A auszieht und Frau B einzieht und der Vermieter hat nichts geändert, wieso der plötzlich seine Wohnung teurer machen darf? Wieso? Der hat doch den Wert der Wohnung gar nicht gesteigert. Was haben wir hier eigentlich für komische Regeln? Das kann man ändern, wenn man will, dass es erträglich wird für die Menschen. Natürlich brauchen wir auch mehr sozialen Wohnungsbau. Das ist doch völlig klar. Ja, und dann können Sie doch eins nicht leugnen. Die Entwicklung geht doch immer weiter auseinander. Wir hatten mal ein privates Nettovermögen von etwa 4,5 Billionen, im Jahre 2012 von 10 Billionen Euro. Und 0,6% der Haushalten gehört davon ein Anteil von 2 Billionen, das heißt von 20%. Und 50%, die finanziell unteren Haushalte, 50% besitzen davon 1%. 1%! Und 1998 hatten diese 50% noch 4%. Die Schere geht immer weiter auseinander. Ja, und deshalb sage ich Ihnen, da hat Herr Brüderle ja recht, wir haben eine Umverteilung von unten nach oben. Und es stimmt, die hatten wir auch bei Schröder, die haben wir auch bei Ihnen, die haben wir auch bei Merkel, die haben wir bei Ihnen allen. Und deshalb sage ich Ihnen, diese Umverteilung von unten nach oben muss gestoppt werden. Wir brauchen für mehr Gerechtigkeit endlich eine Umverteilung von oben nach unten. Es wird höchste Zeit, dass wir das auch durchsetzen. Und übrigens auch bei Gesundheit und Pflege haben Sie nichts getan. Wir haben immer noch die Zweiklassenmedizin. Und auch das ist unerträglich. Wir schlagen hier überall Alternativen vor.
Und jetzt sage ich Ihnen noch, also kann ich Ihnen alles erzählen, aber ich habe ja leider bloß eine begrenzte Zeit. Ja, zum Beispiel, wir brauchen keine Privatkassen. Wir müssen dafür sorgen, dass 3 bis 4 gesetzliche Krankenkassen das Ganze regulieren, die Gesundheit organisieren. Und zwar nach Art der Erkrankung und nicht nach der sozialen Stellung des Patienten. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Aber jetzt sage ich Ihnen etwas, was die Union sehr erregen wird. Aber es stimmt, wir sind inzwischen die einzige Partei der deutschen Einheit. Wir. Inzwischen. Ja, und ich will es Ihnen auch begründen. Ich will es Ihnen auch. Ich sage inzwischen. Ich sage nicht von Anfang an. Ich sage nicht von Anfang an. Ich sage nicht von Anfang an. Hören Sie doch mal zu. Ich sage inzwischen, und ich will Ihnen auch sagen, warum. Weil wir die Einzigen sind, die dafür kämpfen, dass man in Ost und West endlich für die gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit den gleichen Lohn erhält und für die gleiche Lebensleistung die gleiche Rente. Das machen Sie nicht. Das torpedieren Sie seit Jahren. Und damit spalten Sie die Gesellschaft. Wir waren 2009 bei der Wahl so stark, dass die Bundeskanzlerin sogar angekündigt hat, die Rentenwerte Ost-West werden angeglichen. Dann haben wir so ein gutes Ergebnis erzielt, dass CSU, CDU und FDP das sogar in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen haben. Aber wir waren noch nicht stark genug, dass sie es auch machen. Sie haben es dann wieder gestrichen und sagen jetzt, es wird nie stattfinden. Und die Grünen sagen, Angleichung der Rentenwerte sofort, aber ohne jede Steigerung der Ostrente. Das ist natürlich abenteuerlich, kann ich nur sagen. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, aber ich will sagen, wir brauchen endlich die gleiche Rente für die gleiche Lebensleistung. Und wer das nicht will, der spaltet die Gesellschaft, der sorgt nicht für Einheit. Also ich komme zum Schluss und stelle noch mal Folgendes fest. Ohne die Linke herrschte in diesem Bundestag gähnende Langeweile. Das ist schon mal ein Grund, uns stärker hier hineinzuwählen. Das stimmt. Die FDP hat ihm zugestimmt, will ich nur sagen. Zweitens, ohne die Linke gäbe es keinen Widerspruch einer Fraktion gegen Kriege, Waffenexporte, falsche Euro-Rettungsschirme, gegen die Senkung des Rentenniveaus und die Rentenkürzung. Zunächst um 2 Jahre, soll ja noch weitergehen, gegen prekäre Beschäftigung und gegen Hartz IV. Das wäre eine Verarmung der Demokratie. Auch deshalb ist es wichtig, diesen Widerspruch zu wählen. Diesen Widerspruch zu wählen. Und dann gibt es noch einen Punkt. Weil Sie ja in diesen 6 Punkten in so einer Konsenssoße sind, reagieren Sie ja nie aufeinander. Die Grünen ändern nicht ihre Politik, bloß weil die FDP zulegt oder verliert. Die FDP ändert nicht ihre Politik, weil die Union zulegt. Die SPD ändert auch nicht ihre Politik. Die einzige Partei, auf die sie alle reagieren, das ist die Linke. Und das macht unsere Wahl wirklich auch so attraktiv für die Leute. Sehen Sie mal, man wählt uns und noch bevor wir einen dummen Antrag gestellt haben, ändern Sie schon Ihre Politik. So schnell geht das. Das schafft man nur mit der Wahl der Linken. Und deshalb sage ich Ihnen, ja, doch, also ich kann Ihnen das sagen, immer wenn wir stärker werden, werden die Grünen friedlicher und immer wenn wir stärker werden, wird die SPD sozialer und selbst die Union kriegt dann einen kleinen sozialen Tick. Also ich meine, das ist gar nicht anders. Ich gebe zu, die FDP ist dagegen gefeit. Aber die anderen drei Parteien, die richten sich schon nach unseren Wahlergebnissen. Und deshalb sage ich Ihnen, das ist auch ein Vorteil von uns. Und dann, weil ja so viel über Koalition und alles Mögliche gesprochen wird. Liebe SPD, ich weiß ja, Ihre Leidensfähigkeit ist fast unbegrenzt. Aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass es doch irgendwo eine Grenze gibt. Was wir wollen, ist doch ganz einfach, lieber Herr Gabriel. Wir wollen doch nicht, dass Sie links von der SPD stehen. Da stehen wir doch. Das ist doch gar nicht nötig. Aber wenigstens sozialdemokratisch könnten Sie doch endlich werden. Und zur Sozialdemokratie gehören keine Kriege und keine Rentenkürzung und nicht Hartz IV. Das müssen Sie endlich verstehen. Und dann können wir nicht nur einen Personalwechsel anstreben, sondern endlich einen Politikwechsel und eine deutlich gerechtere Gesellschaft. Dankeschön.
Für die Fraktion Die Grünen.